Okay, gucken wir mal. Der Rat ist bereit für eine Abstimmung. Erstmal die Besteuerung ändern. Das Ding geht so durch, da brauchen wir gar nicht eingreifen. Perfekt. Jawohl, damit sparen wir jetzt schon mal Geld. Und eine Abstimmung über den neuen Bezirk. Ja, shit, der wird abgelehnt werden. Mist, okay. Ja, abgelehnt, na gut. Bürgermeisterwahl, gucken wir uns einmal an. Oh, das geht auch schon los. Okay, dann fordern wir hier nochmal. Ja, perfekt. Das sollte... Das sollte doch gerade so hinhauen, oder? Ich denke, das haut hin. Wunderbar. Die meisten sind auf unserer Seite. Jawohl, 6 Jahre lang regieren wir dann jetzt weiter. Perfekt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und Abstimmung der Finanzierung. Das müssen wir auch noch machen. Sauber. So, damit sparen wir jetzt auf jeden Fall einen ganzen Haufen Kohle. Na gut, einen ganzen Haufen war es jetzt nicht, aber ein bisschen. Wir verlangsamen die Zeit jetzt erstmal wieder ein bisschen. Feiger Bürgermeister. Da sie für zu weich für das Bürgermeister... Wie regieren sie? Ihrer Ansicht nach, das ist keine Schande, rücksichtsvoll vorzugehen. Sie verspotten die Freiheitsfrage. Dann machen wir mal so einen Effekt. Ist das politische Kapital? Plus 2. Ah, cool, wir haben dafür 2 Prestige bekommen. Können wir uns ja mal halt angucken. Boah, wir haben viel Prestige. Nächste Wahl, 4 Jahre. Stadthaushalt, es sieht nicht so gut aus. Genau, da müssen wir jetzt auf jeden Fall dran arbeiten. Nur wie? Wie machen wir das? Geh nochmal in den Stadtrat, in die Besteuerung. Aktive Besteuerung. Bürgersteuer. Warum können wir denn jetzt hier nicht... Warum können wir denn hier jetzt nicht die Dings... ändern die einzelnen Steuern für die Arbeiterschicht, Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht. Gehe ich doch mal in den Forschungsplan. Das müsste man doch schon in Epoche 1 irgendwo freigeschaltet haben, meiner Meinung nach. Ne? Dann irgendwo hier in 2, ja? Kino, Post, Schreibmaschinen. Hier in 3 wird das aber auch nirgendwo. Das ist ja seltsam. Gut, gehen wir jetzt nochmal in den Stadtrat, in die Verordnung rein und schauen uns mal. Aktive Verordnung. Ah, verfügbare wollte ich, genau. Verbot von Prostitution, Glücksspiel regulieren. Impfzwang. Pro Monat. Okay. 10-Stunden-Tag. Okay. Frauenrechte bei Schulwahlen. Der Sozialmobilität. Nix, was uns wirklich hilft, oder? Nichts, was uns wirklich hilft, muss ich feststellen. Das Theater. Hier haben wir unseren großen Hafen. Nachfrage minus 3%. Okay, krass. So, und jetzt ist in den letzten Monaten hier auch wieder die Nachfrage zurückgegangen. Das verstehe ich nicht. Weil sie bei Industrie immer noch vorhanden ist. Gucken wir mal, was hatten wir denn hier? 50-50.
Bezirk verändern. Das machen wir doch mal auf 60, 40. Bezirk vorschlagen. Ey, wieso ist man denn, das kostet uns nichts. Ja, dann Privatvermögen einsetzen natürlich. Ist ja Quatsch, wenn wir das nicht... Wenn wir das nicht machen. Ja, es macht echt Sinn, jetzt hier ein bisschen die Industrie noch zu vermehren, denn da wird im Moment nachgefragt. Immer noch viele, viele Beschäftigungslose hier. Naja, zumindest da hinten. Qualität des Unternehmens ist gering. Okay. Also hier hinten haben wir halt echt ein Arbeitslosenproblem. Ich überlege gerade, Institution platzieren. Nee. Wenn wir hier Bezirk verändern. Dienste verfügbar machen. Werkstatt. Wer versorgt die Arbeitslosen mit Arbeit? Was kostet das? Na, wo ist es denn? 33.000 im Monat. Änderung verwerfen. Des Faschismus beschuldigt. Perfekt. Gut reagiert. Ne, jetzt habe ich gerade wirklich... Alter, wir haben minus 1 Million Schulden schon wieder. Mist. Da müssen wir jetzt irgendwas mal tun, aber... Diese eine Veränderung des Bezirks hat uns echt Kopf und Kragen gekostet. Das hat uns wirklich Kopf und Kragen gekostet, sage ich euch. Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, Reitenbach ist das etwas noblere Gebiet, wie ich das hier so feststelle. Ja, wobei auch eher für die Arbeiter und Mittelschicht. Und hier sind echt viele Erwerbslose. Da müssen wir irgendwie gucken, dass wir da Änderung... schaffen. Unternehmen ist bankrott, Unternehmen ist bankrott. Tja. Stadtdaten. Hilft uns auch nichts weiter im Moment. Ja, jetzt erhöht sich gerade wieder die Nachfrage hier. Und wenn sich hier die Nachfrage erhöht, dann müssten die doch nicht mehr bankrott sein, ne? Ah, sieht auch gut aus gerade tatsächlich. Die Nachfrage hoch ist, machen die jetzt wieder mehr Profit? Okay, cool. Tja. Was mich halt auch echt stört, ist hier die Zufriedenheit der Leute. Physisches Umfeld ist echt gering hier. Nur können wir da im Moment nichts gegen machen, weil wir absolut keine Kohle haben. Cool ist es schon, hier so ein bisschen Zug zu sehen. Die Klinik. Und das Theater. Das Theater ist wahrscheinlich richtig teuer, oder? Grand Prix. Ihre Zeit als Bürgermeister beginnt wirklich gut. Eine neue Stelle bringt neue Verantwortlichkeiten und Sie wollen etwas Aufregendes und Spannendes tun. Etwas, das auch für die Bürger von Silver City aufregend und spannend sein wird. Ihnen fällt die Zeit ein, als Sie bei Rennen in Targa, Florio und Mugello antraten. Als Ihnen klar wird, dass im Alten Kaiserreich noch kein Grand Prix ausgetragen wurde, wissen Sie, dass es das ist, was Sie tun müssen. Welche Art von Grand Prix wollen Sie veranstalten? Straßenrennen, ein Langstreckenrennen über Land ist die richtige Wahl. Das Rennen soll vor den Toren der Stadt stattfinden. Privatvermögen. Minus 10.000. Können wir uns leisten, ne? Mal gucken, was uns das einbringt. Spaß plus 3 für Elite und Mittelschicht. Stadtgasse, Mittelschicht. Wow. Hat uns auch einiges gebracht. Und dann gucken wir uns mal die Abstimmung hier an.
Das sieht gut aus, Gott sei Dank, denn das ist ein schon wichtiges Gesetz, dass Homosexuelle nicht mehr verfolgt werden. Das geht ja auch gar nicht. Sicherheit, alle Bürger, perfekt. Plus 5 Dienstleistungen fürs Gericht, Bonus auf Sicherheit für alle Bürger. Ja, sauber. Homosexualität entkriminalisiert. Der Reichsrat verkündete letzte Woche die Grundsatzentscheidung, dass Homosexualität nicht länger strafbar ist. Ein Abgeordneter des Königreichs Böhmen sagte dazu: Es ist nicht die Aufgabe des Staates zu überwachen, was unsere Bürger in ihren Schlafzimmern machen. Der Erzbischof von Österreich kommentierte das wie folgt: Die Kirche wird weiter gegen Sünden ankämpfen und Homosexualität ist eine der schlimmsten Sünden überhaupt. So ein Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. Aber auf jeden Fall sind wir uns hier einig. Sehr schön. Ja, damit geht die Sicherheit etwas hoch, was schon mal gut ist. Das trägt schon mal wieder für die Zufriedenheit bei. Aber wir machen immer noch Minus. Unternehmen kann nicht wachsen. Ja, weil die Zone so klein ist, ne? Die Zonendichte. Die modernen Formen der Kommunikation verändern die Welt, in der wir leben. Von allen Erfindungen der letzten Jahrzehnte beschäftigt die Möglichkeit, das wirkliche Leben in bewegten Bildern einzufangen, die Fantasie der Menschen am meisten. Die Stadtverwaltung diskutierte, wie sich dies auf das Leben in der Stadt auswirken soll. Wie sehen Sie das? Ja, besser gebildet werden? Die Stimmung unter den Arbeitern? Nach Ihrer Ansicht nach wird die Schreibung von viel größerer Bedeutung sein. Nö. Dass bewegte Bilder die Stimmung unter den Arbeitern verbessern. Machen wir das mal. Mal gucken, was dann passiert. Persönliches Wachstum. Auf das hier, was auch immer das ist. Okay, wahrscheinlich war das jetzt nicht die beste Wahl von mir. Okay. Zonendichte moderat, ja. Hier haben wir auch eine moderate Zonendichte, sehe ich gerade. Cool. Ja, jedenfalls müssen wir jetzt Änderungen verwerfen, ja. Lasst uns mal kurz auf Pause drücken und überlegen. Wir müssen jetzt irgendwie die Wirtschaft wieder ankurbeln. Sodass wir dass hier irgendwo die Nachfrage wieder steigt. Wir haben hier hinten noch eine jede Menge Platz für Bürger. Hier ist die Zonendichte ja wie gesagt auf moderat. Man sieht es ja hier schon an den großen Häuserblöcken. Das kann sich hier auch noch überall so entwickeln, wo ich gerade mit der Maus lang fahre. Aber damit das passiert, müssen wir natürlich irgendwie Industrie und Wirtschaft oder Handel ankurbeln, damit die wirklich Leute suchen und dann kommen auch automatisch wieder Leute hier hin und so weiter und so fort. Genau. Ja, im Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als die Steuern zu erhöhen, oder? Dienstleistungen haben wir alle auf das Geringste. Und die Besteuerung können wir erhöhen. Müssen wir erhöhen. Ja, aber für die Unternehmen ist es wahrscheinlich eher nicht so toll. Gucken wir mal. Ja, 26, ja, dann müssen wir die Unternehmenssteuer wohl erhöhen. Oh je, auch eher durchwachsen. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Wohlwollen. Dementsprechend fordern wir hier mal ein bisschen. Ja, sollte aber erstmal reichen. Wir machen weiter. Wir können eigentlich das schnell durchgehen hier. Wenn so wirklich viel passieren wird, nicht. Hier wird der Antrag gestellt, das Gesetz gegen Bodenverschmutzung zu verabschieden. Sie unterstützen den Antrag. Solange das kein großes Geld kostet, unterstütze ich das auf jeden Fall. Perfekt.
Nationalrat zeigt sich besorgt über die Verschmutzung. Viele Mitglieder des Nationalrats haben ihre Ansichten zu der stets größer werdenden Verschmutzung von Luft und Boden geäußert. Eine Gruppierung innerhalb des Rats, die sich selbst die Grüne Liga nennt, hat einen Gesetzesvorschlag eingereicht, der die Bestrafung für Verschmutzung strenger regelt und den Unternehmen eine größere Verantwortung daran überträgt. Die liberale Rechte bezeichnet den Antrag als anmaßend und schädlich für die Wirtschaft. Okay. Deutsche Währung erleidet galoppierende Inflation. Deutschland wertet im Vorfeld des Ersten Weltkrieges seine Währung ab und nimmt hohe Schulden auf, was zu einer massiven Inflation führt. Hungersnot in Armenien. Okay. Warten wir jetzt erstmal hier die Abstimmung über die Besteuerung ab.